Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Kanal, hierbei da guckst du Landwirtschaftssimulator 22 Wild West. Heute werden wir uns wieder darum kümmern, dass wir eine Folge Truck Wash machen. Dementsprechend springen wir mal dahin. Ich habe die Fahrzeuge schon vorbereitet, so dass sie nur noch hinfahren müssen. Und dann schauen wir mal. Das sind so alles die Fahrzeuge, die jetzt gleich zur Wäsche kommen. Sind ein paar, auch ein paar dreckige Säden dabei. Kriegen wir hin. Nichts, wovor man sich Sorgen machen müsste. Schauen, wie sie schön alle jetzt rausfahren. Der ist nicht ganz so dreckig, da müssen wir mal schauen, ob wir überhaupt was machen müssen. Aber die sind dann doch schon ziemlich saubatzenmäßig. Bei dem Mac, der jetzt kommt, der Standard, mehr oder weniger Standard, oder ist ein Standard-Mac, der ja auf der Karte war, schon, auch mal schauen. So von außen, aber vom Weiten sieht das zumindest nicht dreckig aus. Ja, da müssen wir die Anhänger ein bisschen abkärchern und dann geht's schon los. Da kommt auch schon der erste. Wollen wir mal gleich mit einer Dusche grüßen. Haben die ja ein bisschen vorgezogen, den Stopppunkt. Das war eigentlich jetzt auch ja knapp, aber funktioniert. Und vorne können wir die jetzt aufwaschen. Na, eigentlich müssen wir die noch ein bisschen nach hinten schieben. Fertig. Den sprühen wir jetzt nur einmal drüber, falls da wirklich irgendwas ist. Der war noch nicht so im Hardcore-Einsatz, von daher. Auf die. Ei, wer ihn. Genau, auf die 3 kommt er. Bei und raus mit dir. Sieht schon gut aus. Eigentlich auf die 5. Jetzt haben wir natürlich einen richtig dreckigen. Da brauchen wir wieder ein bisschen mehr Zeit, den sauber zu kriegen. Und so können wir auch mal unsere ganzen Bugs, die wir haben, anschauen. Eigentlich doch schöne Modelle dabei. Vor allem schön passend für Karte. Im US-Style. Gibt eigentlich so nicht wirklich viel, was wir nicht im US-Stil haben. Da der Mercedes, der gleich kommt, ist nur im US-Stil. Im europäischen Stil, besser gesagt. US-Stil. Neuere Fahrzeuge
haben wir so größtenteils gar nicht auf der Karte. Ja, so 70er, 80er Jahre. Weil ich hier bei denen zum Beispiel schon sagen muss, da gefällt mir diese Markierung, da Textur Matsch. Und schauen, vielleicht setze ich mich daran und mal das nach nochmal. Da muss glänzen. Ordentliche Schweine. Den auch hier auf die Reihen mit drauf. Mal verwaschen, matschig. Die vier, genau, nicht die drei. Relativ ordentlich aus, er kann gleich Bretter fahren. Er war ja noch nicht wirklich auf der Karte unterwegs. Sechs kommen die beiden. Wir brauchen bei dem jetzt, das ist genau der, den ich meinte. Irgendwo nicht, aber ich habe mir fehlen halt gerade auch so ein bisschen die Alternativen. Da der TR6 ist jetzt rausgekommen, den werden wir wahrscheinlich auch dafür dann nutzen, den austauschen. So, mal schauen. Auch schon ordentlich sein. Und hier, also der Anhänger in Ordnung. Ja, sowieso der LKW mit dem Modding, von daher, die machen gute Leistung, braucht man sich keine Sorgen machen. Was ihr im Hintergrund hört, auch Mod, den ich eingefügt habe mir, das ist der CB-Helfer, einfach um ein bisschen Leben reinzukriegen. Ach, kommt ein bisschen CB-Funk mit dabei. Ging so auch schön die Kurve, da hat sich hinten noch mal ein bisschen was bearbeitet gehabt. Ja. Mensch, da sind wir ja schneller durch als ich dachte. Kurve da hinten, die muss ich auch noch mal schauen, wie wir es besser hinkriegen. Fahren wir alle ein bisschen sehr schnell und ruckartig die Kurven. Solange sie sich darauf fahren. Irgendwo gegen. Jetzt doch erst. Alle Fahrzeuge sauber. Sehr schön. Ja, Mensch. Passt das so? Bin super.
Ja, was wollen wir denn jetzt noch groß machen? Was gibt es überhaupt noch zu machen? Wirklich viel ist es ja nicht mehr. Der jetzt auch schon fast fertig ist. Der dann noch zwei. Ja, doch, zwei Bahnen hat er noch zu machen. Gute zwei Bahnen. Und dann das Vorgewende. Ja, auch durch. Gut, das war hier. Die Masch das Gerät geändert haben. Sägemaschine. Sägemaschine, so. Ja, manchmal Wortfindungsstörungen. Seid ihr nicht anders gewöhnt, von daher. It happens. So. Schauen wir mal hier rein, ob da schon wieder eine Palette liegt. Seht ihr? Der ist, der dafür gehört auch ja eigentlich wirklich hin. Natürlich. Aber Anhänger zum Beispiel. So ein 40 Fuß Tri-Deck. Tri-Van besser gesagt. Gibt es aktuell noch gar nicht. So können wir da auch alternativlos nicht austauschen. Ja, wir haben jetzt aktuell die Möglichkeit. Der ist übrigens auch neu. Entschuldigung. Kommt aber noch nicht in Einsatz bei uns. Wir haben die Möglichkeit jetzt mit den TLX einen von die beiden auszutauschen. Auch glaube ich noch. Viel zu viele Mods schon wieder drin. Aber weißt du, die Sache, man muss erstmal wieder testen. Ja, das sind ja die TLX Phoenix, jeweils mit anderen Motorarten drin. Ob die überhaupt auf den Hof kommen, das nicht schaffen, dann funktioniert es nicht. Den nicht nutzen. Endlich sollten sie es schaffen. Aber muss man schauen. Ach, man nimmt den X. Hier mit so auf Bau arbeitet, dadurch, dass der ja nun auch alle Produktionen nimmt. Hatte auch noch nicht. Man muss schauen. Gerade noch relativ. Hier los. Schauen wir. Finden wir aber eine Lösung für. Da. Fällt mir. Eine Änderung. Ja, oder halt
Ja, doch, wir können ja mal schauen. Rania, die nicht. Den. Aber der ist auch eher was für meine europäischen Karten. Für die Italia zum Beispiel wäre der dann so und so, wo ich sage. Ah. Logistik. Welt. Branche. Auch fast schön. Fünfhänger vor. Ah doch, da. Auf jeden Fall werde ich die Italia, wenn sie rauskommt, auch spielen. Muss noch schauen, ob ich daraus ein Projekt mache für euch. Da der wird natürlich dann auch eingesetzt. Vollcontainer. Eigentlich schon wieder viel zu viel. Aber egal. Oben bei der Produktion da. Drei Paletten hier zu stehen. Rapsöl. Sollten wir uns vielleicht auch mal gucken oder informieren, wie wir die weiter produzieren können. Das meiste Geld rauszuschlagen. Gucken wir noch bei. Wann war gerade? Bäckerei. Gut. Dann speichert er einmal zwischen. Halb so wild. Kriegen wir doch hin. So, heute ist ja nun Freitag. Video sollte heute auch rauskommen. Für das Mittwochsvideo möchte ich mich dafür entschuldigen. YouTube hat zu lange gebraucht, das Video zu bearbeiten oder verarbeiten. Ich hatte es eigentlich für 16 Uhr geplant. So war es auch hochgeladen worden. Aber die Bearbeitung hat dann leider 6 Stunden gedauert. Dafür entschuldige ich mich. Kann man einfach Unwegsamkeiten nicht ausmerzen, weil die, wenn die nicht selbst verursacht sind. Ja. Ja. Ich ist ja trotzdem noch am Mittwoch gekommen. War viel zu spät, aber ja, ihr habt. Ach, hat er schon gut. Werden wir dann auf jeden Fall zur Bäckerei schicken. Lichtertest machen. Ja, dann wollte ich euch noch zeigen. Ja, das habe ich so neu gebaut. Ah ja. Deko lebt einfach. Auch. Will ich mir auch noch ein bisschen das komplette Feld hier so ein bisschen arbeiten. Damit es einfach lebhafter rüberkommt. Im Moment war nur kahl, zwei Boiler.
eine Tankstelle führt und hier diese die Wetterstation von John Deere. Muss definitiv noch dahin. Da bin ich auch noch am Schauen. Aber vielleicht überrasche ich euch ja schon am Sonntag, beim Sonntagsvideo, dass keine Sachen hier sind, Deko-Elemente. Werden wir mal schauen. In diesem Sinne sage ich, ich bedanke mich. Freue mich auf Sonntag, euch wieder beglücken zu dürfen. Und in diesem Sinne, ich bin raus. Ciao.